So, das ist eine ganz schön blöde Stelle, weil ich jetzt hier von allen Seiten eine reinkriegen könnte. Gucken. So. Habe ich ein bisschen Glück gehabt gerade, recht schnelles abgeräumt. Okay. Nee, ich habe ganz Zeit überlegt, weil dieses Geräusch kommt ganz gerne mal mit einer Granatenwerfer, also eine Schrotflinte, die hier Munition verschießt, also Raketen verschießt. Munition verschießt, oh Mann. Was soll die Schrotflinte sonst verschießen, wa? Ja, also die verschießt Raketen. Gibt es hier nämlich so eine Mod sozusagen. Also keine Spielemod, sondern eine Modifikation der Waffe selber. Okay. Gut. Hier mal ganz kurz nachgucken. Nee, Schrotflintenmunition, die wir eigentlich so gut wie nie brauchen. Eigentlich verstehe ich das nicht, warum wir so viel von der anderen Munition finden, die wir eigentlich noch nicht mal benutzt haben. Warte mal. Toll. Was ist denn das für eine Kacke? Eigentlich so genau die Waffe, aber naja. So, explosives Zeug? Jawoll, das war gut. Oh. Ah, gut, das trifft ihn nicht mehr, das war mir klar. So, jetzt haben wir mal das Lager gefunden von denen. Und das werden wir einfach mal in die Luft sprengen. Komm mal, gehen wir mal lieber ein bisschen weiter weg. Das war's für die. Da oben haben wir nochmal zwei Truhen. Ich will mal ganz kurz gucken, was es hier ist. Kann ich hier rein? Nö, obwohl es so aussah. Ach, drei so. Ne, zwei Truhen, sag ich doch. So. Nutzlos, nutzlos. Ach Mensch, das ist doch doof. So gar nichts wieder. Was ist hier eigentlich? Ich guck mal noch, ob ich hier Munition finde. Mich hinten noch nie so richtig umgeschaut. Ist einfach bloß der Rückweg. Ja, nee, alles gut. Da gibt es einen schnelleren Weg, den wir jetzt gleich nutzen. Wir gehen einfach den direkten hier. Hier runter, dann da vorne runter. Dann sind wir eigentlich schon wieder ganz gut am Anfang. Hier ist übrigens nochmal eine Munitionskiste. So, jetzt nur auch wieder hoch hier und dann haben wir das geschafft. Jetzt nur wieder zu Crazy Earl zurück. Erzählen wir ihm, dass wir da in die Luft gesprengt haben. Er wird sich einen Lochenbau freuen. Ja, und dann hoffe ich mal für ihn, dass er uns verratet oder uns das Puzzleteil gibt. Oder das Schlüsselteil. Puzzleteil. Teil. Oh. Oh.
Komm schon. Ach Mensch, ich würde zu gern eigentlich einfach mal ein paar gute Waffen finden. Ich finde hier aber heute nichts. Kein Glück bisher. So, naja, gut. Dann gehen wir mal die Quest ab. Ja? Was willst du? Ha, du hast diesen Banditen eine Lektion erteilt. Aber du siehst auch... Du siehst auch etwas mitgenommen aus. Oh, richtig. Ich hatte die Ladung und Zünder auf Fernzündung. Oh, du Sau. Auf Fernzündung eingestellt. Ich hätte es von hier aus per Knopfdruck erledigen können. Aber es ist... aber es total vergessen. Mann. Wirklich urkomisch. Überhaupt nicht urkomisch. Komisch. Er hätte das Ding von hier aus sprengen können. Schon, er hätte schon vorher sprengen können. Wie hohl ist denn das? Das ist ein Idiot. Was zur Hölle willst du? Lass bloß die Finger von meinen Sachen. Oh, du hast alle Eindringlinge getötet? Welche Eindringlinge? Ich kann keine sehen. Ich sollte heute einfach keine Aufnahmen weitermachen. Irgendwie. Mann. Konzentrieren. Sollte ich mich mal ein bisschen mehr. Ein Schlucken gegen den Kater. Noch eine Sache. Ich habe keinen Fusel mehr. Du solltest diese fremdartige Dings da. Du willst dieses Mann, ich sage euch, Freunde. Du willst dieses fremdartige Dings da? Dann besorge mir ein bisschen Nachschub von den Banditen draußen in Treasure's Landing. Mann, die brennen da echt gutes Zeug. Ich meine, keine Ahnung, was da drin ist, aber wenn, stört das schon. Und freiwillig werde ich die Banditen das Zeug natürlich nicht werden die das nicht herausgeben. Darum übernimmst du die Sache auch. Gut, machen wir. Weil eigentlich ist es eine Frechheit von ihnen, muss ich mal schon so sagen. Naja. Vor allem sollen wir jetzt zu den Banditen nochmal gehen, unser Hals sozusagen nochmal riskieren und den speziell gebranntes Zeug abjuxen. Vorher mussten wir hier welche erledigen. Eigentlich ist es schon eine ganz schöne miese Sau. Und, naja, Anstifter von Massenmörder sozusagen. Massenmörder sind zwar wir, aber egal. So, Glasmods, die wir nicht brauchen. Auch das hier eigentlich nicht. Ach nee, das glaube ich wohl auch nicht. Gut. Nein, das nicht. Oder. Das. Okay. Ich würde sagen, wir teleportieren uns mal nach Underpass. Genau, hier sind wir eigentlich recht falsch. Scheiße. Quatsch. Bin völlig falsch gefahren. Hab mich völlig falsch teleportiert, Mensch. Na gut. Zeit für eine Spritztour. Ist nicht ganz so schlimm. Dann machen wir nämlich jetzt immer sowieso erstmal das hier. Als nächstes. Da sind wir, glaube ich, eigentlich recht nah dran, oder? Kann mich auch irren. Hier ist nochmal eine Kiste. Ich möchte dich noch schnell holen. Kommt immer so ein Dicker raus erst. Wenn wir noch treffen, dann geht eigentlich alles. Oh Mann. Okay. Vielleicht haben wir jetzt mal ein bisschen Glück hier. Komm schon, komm schon. Nö. Nö. Ich überlege gerade, hatte ich die... Naja. Das ist wirklich... Bis jetzt haben wir echt Pech. Ich meine, wir sind schon Level 26 rein, theoretisch.
müssten wir eigentlich schon eine ganz gute Chance haben mittlerweile. 30 ist, glaube ich, die Chance noch ein bisschen höher. Kurz gucken, ist das hier richtig? Ja, genau. Da steht schon Dicker. Oh, euch habe ich gar nicht gesehen. Hier müssen wir nämlich noch die Kisten von Marcus, die Waffenkisten, zerstören. Von One-Eyed Jack. Die Gegner sind nicht mehr die stärksten, wie man sieht. Level 22. Wer schießt denn da jetzt halt mit einer Sniper auf uns? So ein Schwachsinn. Angeblich sollten wir Elementarwaffen dafür benutzen. Wie man sieht, können wir es mit ganz normalen Waffen machen. Was soll das denn? Ein Atlas Sniper. Ein bisschen Munition. Ein schlechtes Schild. Darum haben wir auch Munition. Wir müssen ja auch, glaube ich, hier hoch noch. Normalerweise. Rehe ist meistens ein bisschen anders. Ich weiß gar nicht, ob da oben noch Truhen waren. Ich muss eh da hoch noch. Boah, was zum Teufel. Zwei Granaten haben die Kisten überlebt. So, jetzt haben wir es geschafft. Gut, okay. Das war's auch schon. Da ist nochmal eine Munitionskiste. Das machen wir nochmal ganz kurz, weil Munition ist schon nicht schlecht. Das ist der Wahnsinn. Dass ich einfach kein Glück habe, hier ordentlich Munition zu bekommen. Geld war ja gut, das wollen wir jetzt nicht. Gib mir den Gegner da. Hm. Nee, warte mal. Lasst uns mal erst wirklich die Quest hier abgeben. So ein bisschen im Urin, dass ich noch mal Quests eigentlich bekomme. Nachdem ich nämlich die abgegeben habe. Also wir kriegen definitiv noch mal eine Quest, jetzt davon abgesehen. Oh, lasst mich doch in Ruhe. Aber ich dachte, dass ich noch mal zwei bekomme dadurch. Ich denke mal, dass das so war. So, gucken wir mal. Vielleicht haben wir ja auch Glück und der spezielle Händler hat offen. Hat er nicht. Toll. Du hast das Munitionslager zerstört. Gute Arbeit, mein Freund. Du erweist dich als ziemlich guter Partner und ich bin froh, dass du nicht mit in die Luft gegangen bist. So, wenn ich nur wüsste, wer genau mich um meinen Gewinn bringt. Das kriegen wir raus. Feuerkraft. Ein Mann in der, keine Ahnung was. Achso, in der Zwangslar. Helena Pierce hat weitere Jobs für dich in New Haven. Sag ich doch, ich wusste es, dass wir zwei Quests bekommen. Das sind nämlich auch, glaube ich, die letzten für Rust Command West. Ich muss wissen, von wem die Banditen ihre Lieferungen beziehen. Die Rechnung, die du gefunden hast,
war schon ein guter Anfang. Ich bin mir sicher, dass du ein paar von den Originallieferkisten finden könntest. Die würden uns neue Beweise liefern. Und wenn du schon mal dabei bist, kannst du auch gleich die Waffenlager von One-Eye Jack zerstören. Da draußen sind zu viele Produkte von meinen Konkurrenten. Wir werden denen zeigen, was passiert, wenn man versucht, den Zwischenhändler auszustechen. Mann. Hoffentlich bis bald. Ich gehe nochmal ganz kurz hier bei Dr. Z. Ach, Menno. Okay. Dann gehen wir mal zu Helena Pierce. Sie hat nämlich ja auch eine Quest für uns. Was kann ich für dich tun? Hoffentlich kann man den Inhalt der Kammer gegen Waren eintauschen. Jacks anderes Auge. Was haben du und Markus getan? One-Eye Jack ist total verrückt und meine Quellen sagen, er hat es auf New Haven abgesehen. Wir haben nur eine Chance. Wir müssen ihn töten, bevor er zuschlagen kann. Du hast uns diese Suppe eingebrockt, du löffelst sie aus. Uff, ja. Pass auf dich auf. Ich meine, so eine irren Typen müssten sowieso einfach mal eliminiert werden. Hier im Borderland zumindestens. Gucken wir mal. Underpass war nämlich falsch. Outerguard, da wollte ich hin. Genau, hier wollte ich hin. Das Komische am Verkaufen ist, dass jeder kaufen muss, aber niemand verkauft werden will. Nicht jeder hat ein Händchen fürs Verkaufen. Du zum Beispiel. Du akzeptierst immer den ersten Preis, versuchst nicht mal zu feilschen. Wenn du die Kammer findest, brauchst du einen Partner, der sich mit dem Verkauf auskennt. Einen Partner wie mich. Hey, los, wo ist deine Kammer? Oh Mann. Schauen wir unsere Füße. Okay. Jetzt müssen wir mal hier hin. Hier ist nämlich das zweite Lager von One-Eye Jack. Oh, das wird sehr bitter. Ah, verdammt, ich treffe nicht. Sehr schön. Den hätten wir auch mal erledigt. Hier ist einer der Kisten. Und da ist eine weitere Kiste. Ich könnte mal kurz die Quest aktivieren, weil ich dann besser sehe, ob ich eine übersehen habe. Hoffe ich zumindest. So, Munition finde ich jetzt hier nicht auf schnellsten Wege. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Müsste eigentlich immer reichen, noch hoffe ich. So. Da ist nochmal eine Kiste. Da ist eine Kiste. Also besondere Waffen hatten die Banditen ja nicht, also von daher braucht sich Markus ja gar nicht beschweren eigentlich. Ups. Das war die letzte Kiste. So, ich switche mal ganz kurz den Mod. Und hier können wir ganz klar lesen, wer der schöne Lieferant ist. Torch. Oder Torch. Nennt sich die Firma. Eigentlich auch eine sehr interessante Firma, also es gibt hier so über einige Waffenfirmen, über die wir eine ganze Menge erfahren in den Teilen bisher. Das ist cool. Also ich kann mal aufzählen. Wir erfahren eine Menge über Jackets.
der Händler, der viel auf Schaden und auf wenig langsamer Feuerrate eigentlich eher ist und dafür viel Schaden und genau. Das hier noch. Denn. Moment. Ja, hinter mir, okay. Denn erfahren wir eine ganze Menge über die Firma Torque. Also die wir haben. Aber auch erst in den späteren Teilen. Hier noch nicht. Denn erfahren wir eine ganze Menge über die Firma. Hier waren wir vorhin. Geil. Hyperion. Sogar hier war eine ganze Menge. Hier und in den zweiten Teil tatsächlich. Über Dahl. Da dachte ich erst, dass das hier ein bisschen, weil ich meine, Dahl ist ja hier überall, ja. Das meiste, was hier steht, ist von Dahl. Und ich dachte eigentlich trotzdem, dass man darüber nicht ganz so viel erfährt. Atlas erfahren wir eine ganze Menge. Ja, das war's, glaube ich. Das sind auch schon die meisten. Da haben wir One-Eye Jack übrigens. Dann machen wir mal erstmal sein Schild weg. Der ist echt gefährlich. Diese Projektile, wenn die mich treffen, verspreche ich euch, dass die mein Schild sofort down machen. Oh Mann, der ist nicht... Seht ihr? Machen nämlich Explosivschaden. Oh, Glück gehabt. Puh. Ich kann es mal ausprobieren. Das Problem ist, ihr seht ja, wie viel Schaden es bei mir gemacht habt, ja? Klar hab man auch mitgekriegt, dass sie mich fast gar nicht getroffen haben. Das hab ich hoffe, das habe ich jetzt nicht geändert. Ich habe übrigens auch falschen Class-Mod drin. Ihr habt davon mal abgesehen, ist mir gerade aufgefallen. Ne, ist gut. Machen wir mal den richtigen wieder rein. Aber ich mache nicht annähernd so viel Schaden. Also es funktioniert bei mir nicht annähernd so wie bei ihnen hier. Ich probiere es mal gerne. Ja. Ich probiere es mal. Ich zeige euch es mal. Boah, bin fast tot gewesen. Die krasse Erinnerung bei der Verwendung von Feuerwaffen. Immer einen Augenschutz zu tragen. Oh Mann. Wegen den Querschlägern hier sozusagen oder was. Die prallen ja auch ab hier. Ich probiere es mal aus. Vielleicht ist es, aber ich habe es in Erinnerung, dass es leider nicht so effektiv ist, so wie er es hat. Also so von wegen hier eigentlich mich fast Tubes-Free-Hit zu machen. Wo andere, sag ich mal, länger brauchen. Also der ist ziemlich gefährlich eigentlich, der One-Eye-Jack. Okay, damit haben wir das jetzt auch erledigt. Und ich denke mal, wenn wir jetzt in der Nähe von irgendwas sind. Ach, wir gehen die Quest jetzt leer, weil wir bei. Och nö! So. Wir sind in der Nähe von New Haven, von daher. Ab nach New Haven, gehen die Quest ab und teleportieren uns von da aus nach. Ach so, wir müssen ja eh wieder hierher. Na, ist egal. Verdammt, jetzt habe ich nur noch verfehlt.